Für den Traum der eigenen vier Wände gibt es unterschiedliche Arten von Hypotheken. Sie haben beispielsweise die Wahl zwischen einer festen, einer variablen oder einer LIBOR-Hypothek. Sehen wir uns die letzte Option etwas genauer an. Der LIBOR ist ein internationaler Referenzzinssatz, zu dem sich Banken untereinander Geld ohne Sicherheiten ausleihen. Er bildet die Basis der Rollover-Hypothek. Die Tage des LIBORs sind jedoch gezählt. Bis Ende 2021 wird er in der Schweiz durch den Swiss Average Rate Overnight, kurz SARON, abgelöst. Wieso aber wird der LIBOR abgeschafft? Seit der Finanzkrise hat ein Wandel am Geldmarkt stattgefunden. Es gilt Geld gegen Sicherheit. Der LIBOR beruht jedoch hauptsächlich auf Angaben der Geschäftsbanken, anstatt auf tatsächlichen Transaktionen. Beim SARON hingegen handelt es sich um einen Tagesgeldsatz, zu dem sich Banken tatsächlich untereinander Geld gegen Sicherheiten ausleihen. Somit ist er um einiges transparenter und erfüllt alle internationalen Anforderungen eines Referenzzinssatzes. Lassen Sie uns an einem Beispiel ansehen, wie der SARON berechnet wird. Als Tagesgeldsatz gilt der SARON jeweils von heute auf morgen. Um den Zinssatz Ihrer Hypothek zu bestimmen, wird der Durchschnitt der täglichen, aufgezinsten SARON-Sätze von 3 Monaten ermittelt. Dies ist der SARON Compound. Die Höhe der zu leistenden Zinszahlung ist somit erst am Ende der Zinsperiode bekannt. Mit dem SARON profitieren Sie von einem repräsentativen, transparenten und widerstandsfähigen Zinssatz. Die klare Berechnungsmethode macht den SARON zuverlässig. Möchten auch Sie sich den Traum vom Eigenheim verwirklichen? Oder haben Sie Fragen zu Ihrer aktuellen Rollover-Hypothek? Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir sind gerne für Sie da.